Ja, hallo Leute und willkommen. Okay, das war eine komische Begrüßung. Hallo Leute und willkommen zurück. Das war auch komisch. Komische Begrüßung. Hallo Leute und willkommen zurück Commander zu Shepard? Commander Shepard, Mass Effect 3. Ich bin auf dem Weg zur Galaxiekarte, weil ich die Nebenmission, die wir in der letzten Folge aufgeschnappt haben, beginnen möchte. Drücke ich ganz dreist und schnell, wie ich bin, auf die Galaxiekarte. Ach, Tessia, da stand irgendwas mit Kronjuwel. Ich will's alles nicht hören. Okay, ich bin vollgetankt. Ich bin gerade überlegen, wo war denn? Ich glaube, die Kuna war im Silia-Nebel. Da haben wir nämlich auch noch, wir sollen die Elcor evakuieren. Das ist auch nur einmal scannen und dann haben wir's. Wir machen jetzt erstmal. Nee, Zuflucht untersuchen will ich auch nicht. Hey, wir haben nur. Hallo? Wir haben hier nicht eine Mission aufgeschnappt? Ah. Komm, ich will wieder raus. Beenden. Ja, fängt super an, ich weiß. Logbuch, ich hab doch. Hier, Kommunikationszoom. Severus hat eine Kommunikationsanlage auf Onatarum angegriffen. Lassen Sie auf Onatarum. Und hindern Sie Severus daran. Woher soll ich denn wissen, wo das ist? Die Kuna Elkor evakuieren. Steht da nochmal, wo die Kuna war? Nee, auch nicht. Super. Okay, ich probier's nochmal. Citadel Apartment besuchen. Hier blinkt aber ansonsten noch nichts. Doch, nee, hier blinkt noch was auf. Ja, warum zeigt er mir das denn nicht an? Kommunikationszentrum, danke. Fliegen wir da mal hin? Ich weiß nicht, was das. Oh, okay, laut. Ich weiß gerade nicht genau, was das für eine Mission ist. Ich kann mich zumindest nur vom Namen her nicht dran erinnern. Aber das macht es ja interessant. Unatarum. Ich weiß nicht, warum ich das so ausspreche. Lustig wäre es, wenn ich es tatsächlich richtig aussprechen würde, aber ich glaube, das tue ich nicht. Onatarum? Rom? Ontrom? Okay, wen nehme ich mit? Das letzte Mal hatte ich Liara und James. Liara würde ich jetzt eh nicht mitnehmen. Die braucht vielleicht auch noch ein bisschen Ruhe nach der Sache mit Hestia. Ich glaube, Kaidan hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Oh, Tali? Tali oder Javik? Javik oder Tali? Ah, komm, machen wir mal Tali und Kaidan. Gute Kombi. Bisschen Tech, bisschen Biotik. Warum hat mein Controller vibriert? Völlig random vibriert. Ich habe keine Ahnung, wieso. Jo, Waffen wird schon stimmen. Ich habe 5 Punkte. Was kriege ich denn, wenn ich Kyro voll habe? Ja, bringt mir auch nichts. Warum habe ich denn so verdammt viele Punkte? Zweimal hintereinander. Was passiert hier? Erhöht 15 Sekunden lang das Aufladetempo aller Kräfte. Das ist auch gut. Ui, du hast ganze 12. Dann machen wir erstmal Ausspaltung. Vollbarriere ist eher so, ne? Aufladetempo, erhöht Schadendauer, Handschutzbonus, effektive Panzer. Was? Erhöht Effektivität von Panzerung und Barrieren. Ja, aber von, nee, dann lieber das hier. 11. Oh, mit dir haben wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr, ne? Da machen wir. Obwohl, nee, lieber Abwehrdrohne voll. Angriffsgeschwindigkeit erhöht Schaden. Angriffsreichweite, das finde ich gut. Das gefällt mir. Gewährt eine Chance, noch 30% einen von Elektro betroffenen Freund umzuwerfen. Na, dann lieber fügt bis zu 2 weiteren Zielen in der Nähe Schaden zu. Okay. Muss ich eine Disk wechseln? Ah, nein, er kriegt das so hin. Sehr gut. Ich glaube, die letzte so kleine Nebenmission in Mass Effect 3, wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, das Finale. Ich hör's schon. Obwohl der Citadel DLC, der macht da nochmal eine große Lücke rein, weil der ist relativ lang. Aber trotzdem, so vom Hauptspiel her ohne DLCs, da höre ich schon kommen. Cerberus hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Ich verfolge Ihre Aktivitäten, aber Sie werden mich früher oder später aufspüren.
Halten Sie durch. Wir sind bald da. Ja. Ja, Commander. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. Okay. Ich kann mich immer noch nicht dran erinnern. Ah, doch, jetzt... Oder doch nicht? Ha, na gut. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ist von mir ein bisschen laut. Okay. Ah, first things first. Okay, ich bin die Einzige mit einer Munitionskraft. Na gut. Flieger außer Reichweite. Miss Sato, wir sind gelandet. Womit haben wir es zu tun? Sie versuchen, die Kontrolle über drei kritische Zugangspunkte zu übernehmen. Ich aktualisiere Ihren Navipunkt mit der Position des Terminals, das Sie als erstes knacken werden. Wir hindern Sie daran, sich einzuhacken. Cerberus, Hackfleischgerät. Okay, boah, das ist ein ganz dummes Versteck. Ja, komm, mach deine Freunde platt. Und dann mache ich dich platt. Hier, komm. Boah, dominieren ist super. Und meine Schrotflinte ist super. Was machst du da hinten? Ha! Okay, ich bin Frontkämpfer. Und ich glaube, ich habe ihn weggezogen. Wo ist der Feind? Ihr habt doch... Achso, das Hackgerät ist da hinten. Oh nee, wo ist es? Ah, hier. Okay. Ah. Es schießt was auf mich. Ach, da unten. Und weg. Ah, es wird es noch nicht gewesen sein. Cerberus Shuttles durchkämmen das Gebiet. Ich glaube, sie suchen nach mir. Sie ermitteln Sartos Position über den Funkverkehr. Oh nein, wie können wir? Alles bleibt beim Alten. Laden Sie einfach die nächsten Koordinaten hoch. Ich? Ja, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt. Boah. Okay, ja, yeah, alles gut. Ich habe versucht, sie aus... Scheiße, da ist irgendwo ein Sniper. Komm, flieg weg. Wirbelsäule weggeschossen. Aua, 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 aua. Lass das. Na komm her, komm her! Hey, warum läuft sie weg? Es ist lächerlich! Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich hab Bock auf Nahkampf, glaube ich. Rennt die Trolle einfach von mir weg. Oh, ich sollte nicht, wenn ich übermiedet bin, zocken. Ich mache verrückte Sachen. Wie mutig sein. Okay, der killt jetzt erstmal seine eigenen Leute. Hier war doch eben auch einer drin. Links unten. Das ist wahrscheinlich der, ne? Achso, von da drin. Okay, das war sinnlos. Ah! Okay, Hilfe. Kommt ja noch einer an. Da ist ja noch einer. Hier, macht mal. Okay, Sabotage ist voll sinnlos. Aber er ist weg. Noch einer da unten. Ich bin so ein bisschen imbar mit meiner Schrotflinte, habe ich das Gefühl. Und mit dem Dominieren. Und mit meinen Skills. Wo ist das Hackgerät? Da hinten. Wo ist der Feind? Ach, da ist der Feind. Aha, flankiert. Oh, hier gibt es Munition, sehr gut. Sehr gut. Ach, hier hinten ist ja noch ein richtiges Feld. Ach, sogar was zu looten. Ein Mai, der Hammer ist das.
Miss Sato, kommen. Miss Sato, sind Sie da? Zu viel Angst, um die Funkstille zu brechen. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden. Sie sind draußen. Ah, komm, ich hab so lang... Wenn Sie jetzt aufgeben, sterben Tausende. Sagen Sie mir, was ich wissen muss. Ja, Commander. Aktualisiere Ihren Navi-Punkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Okay. Ich muss da oben hin. Ah, da hat jemand auf mich geschossen. Die sind halt auch hinter mir. No good position. Wo ist der Feind? Da ist eine Granate. Ah! Oh, ich bin voll reingerollt. Ich Vollpfosten. Ich dachte, sie lag vor mir. Ach, die sind jetzt alle da drin oder was? Okay. Da wurde sie gerade überlastet. Das hab ich gesehen. Komm hier, wo so. Ah, das ist keine. Oh, das ist jetzt gefährlich. Ah, die sind im Nahkampf nicht nett. So, habe ich dir die Füße weggeschossen. Ah, ist das lustig. Ja, komm, kleine Drohne. Komm, kleine Drohne. Oh, das ist eine Nemesis. Scheiße. Da hinten ist eine Nemesis. Komm, kleine Kampfdrohne, hol die Nemesis. Lauf, kleine Kampfdrohne. Los, kleine Kampfdrohne. Oh. Oh, scheiße, die Kampfdrohne ist kaputt. Und ich glaube, links von links ist einer. Nicht? Doch nicht? Nee, okay. Wow! Ah, okay. Ich sollte aufhören, rumzualbern. Ha, sie ist eingefroren. Wie viele sind hier denn noch? Hinter uns. Bist du es? Nein. Auf was auch immer du... Da war wahrscheinlich wieder eine Drohne. Okay, der ist an mir vorbeigerannt. Aua! Hey! Ah, wenn ich jetzt sterbe. Boah, da ist ja noch einer. Ah, da ist ja auch noch einer. Wie viele sind hier denn noch? Spawn die Renner? Also spawn die? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. In meiner Erinnerung zumindest nicht. Los, kleine Kampfdrohne, geh vor. Ah, da ist noch einer. Komm, greif deinen Freund an. Greif deinen Freund an. Oh, kleine Kampfdrohne, geh zu dem anderen. Oh, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ernsthaft? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da irgendwann was drücken muss oder ob das aufhört. Ich kann einfach mal versuchen zu deaktivieren. Commander, Sie kriegen die Türen gleich auf. Hilfe! Gib ihr Deckung, Commander. Gelände gesichert. Hole Miss Sato ab und fliege dann zurück zum Rendezvous-Punkt. Gute Arbeit, Lieutenant. That's it? Okay, dann haben die tatsächlich gespawnt. Oh, ich hätte das jetzt noch eine halbe Stunde machen können. Ich fand das jetzt sehr unterhaltsam. Okay. Es tut mir wirklich leid. Also, wenn ich heute etwas komischer wirke als sonst, ich bin ein klein wenig müde.
Ich nehme normalerweise lieber an freien Tagen auf und ich komme von der Arbeit und ja. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es, Miss Sato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie lässt sich von dem Cerberus-Angriff nicht abschrecken. Gute Arbeit. Hackett Ende. Okay, gut, Leute, wir haben jetzt noch 4 Minuten. Ich würde nach Dekuna suchen. Weil das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Also die Elcor, also es ist nicht meine wirkliche Mission, es ist wirklich nur noch scannen. Ich habe eine Vermutung, wo Dekuna ist, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube nämlich, wir waren schon mal da. Und das würde jetzt noch in die Folge reinpassen, weil jetzt irgendwie die fette Mission. Ungelesene Nachrichten auf ihrem privaten Okay. Tunnel, Commander. Können wir jetzt noch eine Mail lesen? Omega! Von Bray, Thema Omega. Oh Gott, Bray. Batterianer-Stimmen. Die Dinge auf Omega beruhigen sich. Es sieht aus, als wären die Talons die neuen Sicherheitskräfte auf der Station. Ihr Anführer sagt irgendwas darüber, Kantros Andenken zu ehren. Kantros? Ein Dingens, ein Kroganer. Ich würde ja sagen, sie sind ganz nett, abgesehen davon, dass sie kein Problem damit haben, ihren Standpunkt mit ein wenig Feuerkraft Nachdruck zu verleihen. Seien Sie da draußen vorsichtig. Es gibt hier mindestens einen Batterianer, der nicht will, dass sie sterben. Bray, oh, ich mag Bray. Steht bestimmt auf uns. Ich glaube, er mochte uns einfach. Meine Couch knarrt ein wenig. Ich hoffe, man hört es nicht zu stark. So, ich glaube nämlich, Dekuna war im Silia-Nebel. Aber sicher bin ich mir nicht. Ne, es war der Tenel, Silia-Nebel. Fliegen einfach nochmal hin. Es wäre jetzt blöd, wenn ich das Ding suchen müsste, wie blöd. Also, das wäre ziemlich blöd. Karte, bla bla bla. Hanalei. Scheiße. Okay, ich weiß es doch nicht. Ich dachte, es wäre hier irgendwo gewesen. Ah, dammit. Warum steht das denn auch nicht im Tagebuch? Soll ich jetzt ernsthaft? Ich gucke das gleich im Internet danach. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann gucke ich einfach kurz. Gebe ich Mass Effect 3, Dekuna. Logbuch. Danke. Dekuna Elcor. Die Elcor haben um eine Notevakuierung von Kriegen und Zivilisten auf ihrer Heimatwelt Dekuna festsitzen. Suchen sie auf Dekuna. Ja, wo ist denn Dekuna? Ey, ist ja doch doof. Halt nicht. Okay. Leute, etwas kürzere Folge. Dafür werden die nächsten aber bestimmt auch wieder ein bisschen länger. Aber daher hoffe ich jetzt erstmal, dass es euch gefallen hat und dass ihr in der nächsten, stimmt, dass ihr in der nächsten Folge, wenn wir auch auf jeden Fall mit der Mission Die Zuflucht beginnen, wieder mit dabei seid. Okay, Leute, dann hoffentlich. Bis dahin.